Heidrich wurde umgebracht. Was ist los? Heidrich wurde ermordet. Heidrich? Ich brauche dringend dein Zimmer. Nein, ist nichts frei. Haben Sie Angst? Ich glaube, ich habe den Mann gesehen, der das gemacht hat. Ich bin sicher, er war es. Du hast niemanden gesehen. Kommen Sie rein, schnell. Seltsame Zeit. Ein Mann begegnet meiner Tochter im Konzert, lernt ihn kennen und eine Woche später schläft er hier. Als ich euch gestern Abend verließ, bin ich im Flur einem Mann begegnet und der trug so einen Strauß hier. In ganz Prag gibt es keinen Architekten mit dem Namen Vanek. Sie haben gelogen. Gehe ich zu den Deutschen und rede, wird meine Familie erschossen. Schweige ich, das wäre nützlicher, dann wird nur einer sterben, mein Vater. Nehmen Sie Haltung ein, wenn ich mit Ihnen spreche! Nowotny, Sie übernehmen die Verantwortung für die Baracke. Sie haben hier gerade zu stehen für alle Maßnahmen, die ich für die Geiseln befehle. Wie kommt es, dass ein Fremder bei euch war? Ist das vielleicht, sagen wir, ein Freund Ihres Mannes, ein Universitätskollege, also ein Professor? Und warum kam er ausgerechnet an diesem Abend? Das weiß ich nicht. Versuchen Sie es nicht wieder mit Lügen! Nein, es war nichts Politisches. Er wollte nur mich besuchen. Fräulein Nowotny, Gestapo. Ich muss Sie festnehmen.